Der neue McCrispy von McDonald's, ein Burger, der beim Reinbeißen so ein lautes Geräusch von sich gibt, dass er nicht während der Ruhezeiten zwischen 22 und 6 Uhr verkauft werden darf. Davon wollte auch ich mich überzeugen, weshalb ich mir das Prachtstück im Menü für 10,19 Euro bestellt habe. Einzeln ist der Burger für 6 Euro zu haben. Hier haben wir ein paniertes Hähnchenbrustfilet, umhüllt von einer speziellen Panade, eine Scheibe Cheddar, Eisbergsalat und Honig-Senf-Soße, das Ganze in einem fluffigen Potato-Bun, bestreut mit einem Mohn-Sesam-Mix. Ich muss sagen, für mich einer der besten Chicken-Burger, die McDonald's je rausgebracht hat. Mit dem Crunch haben sie nicht zu viel versprochen. Das hier ist wirklich sehr, sehr crispy. Das Chicken darunter wirklich sehr saftig und weich, die Panade echt lecker und würzig und die Honig-Senf-Soße passt einfach perfekt dazu. Eisbergsalat hätte es jetzt nicht unbedingt noch gebraucht, der Käse ist halt einfach Standard. Nichtsdestotrotz vergebe ich hier starke 9 von 10 Punkten. Dazu hatte ich noch die Curly Fries, die liebe ich ja über alles. Sie sind sehr knusprig und würzig. Sie bekommen eine klare 10 von 10. Die Cookies and Cream Tasche war auch ganz gut, aber etwas zu süß. Hier vergebe ich 8 von 10.